In Kinderzimmern finden sich längst nicht mehr nur Bauklötze, sondern auch Smartphones und Tablets. Samsung springt auf den Zug auf und bringt sein Galaxy Tab 3 in einer Kids Edition auf den Markt. Was das Tablet im Gummimantel kann, hat InsideHandy.de getestet. In seiner technischen Ausstattung unterscheidet sich die Kids Edition nicht von der normalen 7-Zoll-Variante des Galaxy Tab 3. Sie kommt lediglich in einer anderen Farbe und wird zusammen mit einer Gummihülle ausgeliefert, die das Gerät vor Stürzen schützen soll. Was das Tablet hingegen besonders macht, ist die Software. Zwar kommt Android 4.1.2 zum Einsatz, davon ist auf den ersten Blick allerdings nichts zu sehen, denn Samsung unterteilt die Bedienung in zwei Bereiche. Einen für Erwachsene, der sich nicht von dem Android unterscheidet, das auf anderen Samsung-Tablets zum Einsatz kommt, und einen Kinderbereich. Im Kindermodus werden von Samsung vorausgewählte Apps als Karten in einer Art Karussellansicht angezeigt. In einer weiteren Übersicht werden alle im Kindermodus verfügbaren Apps aufgelistet. Um vom Kinderbereich in den Erwachsenenbereich zu wechseln oder bestimmte Einstellungen vorzunehmen, ist die Eingabe eines vierstelligen Codes notwendig, den die Eltern bei der ersten Nutzung festlegen können. Hier lässt sich beispielsweise eine maximale Nutzungsdauer festlegen. Außerdem können die Eltern festlegen, welche Apps im Kinderbereich angezeigt werden sollen. Bei der Auswahl der Apps legt Samsung eine sehr weite Bandbreite vor. Von Zählspielen über Tüftel-Apps und interaktiven Büchern ist einiges dabei. Jetzt übt der Hansi kleine Hopse. Erzählst du mir eine gute Nachtgeschichte? Fragte er Onkel Horst neugierig. Auch anspruchsvollere Spiele hat Samsung im Angebot. Das Galaxy Tab 3 Kids von Samsung bietet eine ansprechende Bedienoberfläche für Kinder und ist bereits mit einer guten Auswahl von Kinder-Apps bestückt, die nach Belieben erweitert werden kann. Gleichzeitig ist es ein vollwertiges Android-Tablet, das zwar eine eher bescheidene Ausstattung, dafür aber für einen Preis von knapp 200 Euro die von Samsung gewohnte Qualität bietet.